Ich bin nun seit ein paar Tagen in meinem verdammten Zimmer und warte darauf, dass meine Mami sagt, dass ich herauskommen darf. Zum Glück hat sie vergessen, mir meinen Laptop wegzunehmen, sonst wäre ich bis jetzt wohl schon durchgedreht. Die Schlampe gab sich immer die größte Mühe, mein Leben zur Hölle zu machen. Manchmal frage ich mich, ob das der einzige Grund war, geboren zu werden. Aber dieser Streit war ziemlich übel. Mir tut es fast schon leid, sie geschlagen zu haben. Vor ein paar Tagen stritten wir. Ich kam gerade nach Hause, als sie bereits im Wohnzimmer auf mich wartete. Sie saß am Tisch, vor ihr ein Beutel Gras vor sich liegend, welchen ich den Tag zuvor gekauft hatte. Sie musste nicht mal ein Wort sagen, aber tat es dennoch. Was zur Hölle ist das? Ihr war es offensichtlich klar, was vor ihr lag. Es gab keinen Grund, eine so dumme Frage zu beantworten, also ging ich weiter in die Küche. Ich rede mit dir! Tja, und ich ignoriere dich, antwortete ich mit einem Klugscheißergrinsen in meinem Gesicht. Nicht gerade die geistreichste Vorgehensweise. Sie griff mich am Arm und zog mich ins Wohnzimmer. Der Ausdruck in ihrem Gesicht machte mir beinahe Angst. Beinahe. Was soll der Scheiß? Ich bin es leid, dass du hier herumstolzierst, als würde ich dir irgendwas verdanken. Erst ging es mit diesen Schlägereien los, dann diese Respektlosigkeiten deinen Lehrern gegenüber. Und jetzt nimmst du auch noch Drogen? Bla 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 bla. Ihr habt eine Vorstellung. Ich saß da und hörte mir ihre Predigt für gefühlte Stunden an. Und dann unterbrach plötzlich die Stimme, die ich so oft schon hörte, ihren Vortrag. Mach, dass sie die Fresse hält, hörte ich durch meinen Kopf hallen. Aber ich konnte das nicht tun, das war meine Mutter und ich wusste, das wäre nicht dasselbe, wie einen kleinen Punk an der Schule aufzumischen. Manchmal verliere ich die Kontrolle, aber ich hätte so etwas niemals meiner Mutter angetan. Hörst du mir überhaupt zu? Ich nickte und schaute sie mit einem gefakten, reuemütigen Gesichtsausdruck an. Vielleicht, wenn ich so tat, als ob sie durchkommen würde, würde sie die Klappe halten. Aber sie durchschaute meinen Bluff und wurde nur wütender. Nun fuhr sie damit fort, was für ein Soziopath ich wäre und wie sehr ich einen Therapeuten bräuchte. Selbst mein Vater hätte es kaum mit mir ausgehalten, als er noch da war, bevor er nach Übersee versetzt wurde. Mach, dass sie die Fresse hält! Hallte die Stimme lauter in meinem Kopf. Sie wiederholte sich wieder und wieder. Ich stand auf und schlug sie. Nach einem Blackout kam ich in meinem Zimmer zu mir. Sie schrie mich durch die Tür an, dass ich es nicht wagen sollte, den Raum zu verlassen, bis sie es gestattete. Es war nicht die Zeit, erneut ungehorsam zu zeigen. Ich war erstaunt, dass sie nicht die Polizei gerufen hatte. Ich saß den ganzen Tag in meinem Zimmer. Langsam kam der Hunger auf und ich brüllte durch die Tür, ob ich nun endlich herauskommen durfte. Aber sie antwortete nicht. Offensichtlich ignorierte sie mich, also schlich ich mich vorsichtig aus meinem Fenster und holte mir etwas vom McDonald's die Straße herunter. Tage sind vergangen und ich bin noch immer hier in diesem Zimmer. Ich wagte einen Blick aus meinem Zimmer. Sie saß noch auf der Couch, am exakt selben Punkt, wo ich sie geschlagen hatte. Kann ich nun rauskommen? Sie gab keine Antwort, bewegte sich nicht. Ich lief aus dem Zimmer und ging zu ihr rüber. Die Seite ihres Kopfes war eine blutige Schweinerei und die Lampe lag neben ihr auf der Couch. Ich wusste nicht, dass ich sie so hart getroffen hatte. Still schlich ich wieder zurück in mein Zimmer und setzte mich auf mein Bett. Ein weiterer Tag ist nun vergangen. Ich weiß, sie ist da draußen auf der Couch, aber ich weiß, sie ist okay. Ich habe gehört, wie sie mir gesagt hat, ich soll im Zimmer bleiben und das werde ich tun, bis sie mich herauslässt. Hoffentlich ist das bald, denn das Wohnzimmer fängt langsam an, wirklich übel zu riechen.